Herzliche Begrüßung. Vielen Dank, Herrn Professor Forgo, für die Einladung, heute bei ihm am Institut etwas über die Beziehung von Verlagen und Autoren, über den Wertschöpfungsprozess von Verlagen und ein paar Veränderungen im wissenschaftlichen Publikationswesen zu sagen. Veröffentlichungen sind nach wie vor im akademischen Leben und für akademische Karrieren extrem entscheidend, wesentlich für alle Forschungsprozesse und auch in der Lehre. Der Markt für und auch die Produktionsprozesse für Lehrbücher unterscheiden sich ganz wesentlich von dem Markt für wissenschaftliche Publikationen. Sie sind ein bisschen ähnlicher dem Schulbuchmarkt. Das wird heute nicht im Vordergrund stehen bei meinen Anmerkungen. Die meisten Dinge sind aber übertragbar. Der Autor eines Lehrbuchs verwendet im Normalfall, im Idealfall, sehr viel mehr Zeit auf Überarbeitungen, und Lehrbücher werden normalerweise von Auflage zu Auflage besser. Sie helfen nicht so sehr, zumindest im deutschsprachigen Raum, bei den akademischen Karriereschritten. Dafür kann man mit guten Lehrbüchern durchaus noch nennenswerte Stückzahlen erzielen, egal ob sie in Print oder digitaler Form publiziert werden. Also spätestens nach Abschluss eines Manuskripts stellt sich die Frage, welche Rolle ein Verlag bei der Publikation übernehmen kann oder soll und wie man als Autorin oder Autor diese Entscheidung trifft. Worauf man bei der Zusammenarbeit mit einem Verlag achten sollte, hängt im Wesentlichen von den Dienstleistungen ab, die man benötigt für die Publikation. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Stichworte geben. Idealerweise beginnt die Zusammenarbeit zwischen Autor und Verlag schon vor Abschluss des Manuskripts. Ich denke, die erste Wertschöpfungsstufe, die ein Verlag bieten kann, liegt bereits in der Kreation. Das kann im gezielten Ansprechen eines Autors auf ein Thema, auf ein Forschungsgebiet sein. Es kann die Konzeption einer Reihe sein, aber auch ein Modell, wie man Printformate mit anderen digitalen Formaten in der Lehre oder Forschung kombiniert. Daneben gehören in die Wertschöpfungskette eines Verlages ganz wichtig die Positionierung eines Titels, also im Grunde Alleinstellungsmerkmale oder wenigstens Charakteristika eines Titels oder eines Artikels, wenn wir über Zeitschriftenbeiträge reden. Es gehört eine Filterfunktion auf jeden Fall zur Wertschöpfung eines Verlages. Das heißt, eine Qualitätskontrolle, Peer Review bei Zeitschriftenartikeln oder auch ganz klar so simple Dinge wie ein Korrektorat. Ich würde als getrennten Schritt davon gerne die Kuratierung benennen. Das ist zum einen eben aufgrund inhaltlicher Kompetenz in einem Forschungsgebiet, über die ein Verlag idealerweise verfügt. Es ist die Strukturierung von Texten, von wissenschaftlichen, die ein wenig unabhängig vom Fachgebiet ist, aber extrem wichtig in Zeiten zunehmender Veröffentlichungszahlen. Es ist das klassische Lektorat. Auch Nobelpreisträger schätzen durchaus, wenn sie ihre Texte erarbeiten, einen Sparringspartner, mit dem sie vertraut sind und auf dessen Kompetenz sie zählen können. Es geht dann bei der Kuratierung natürlich auch um das Thema Gestaltung, Innenlayout, aber auch um das Thema Archivierung. Also was passiert eigentlich langfristig mit den Texten, um die es geht. Die Produktion, ob nun in Print oder in E-Books, ist der Teil einer Verlagswertschöpfung, an den die meisten Leute als erstes denken. Gelegentlich werden Verlage mit Druckereien verwechselt an dieser Stelle. Das ist eigentlich schon ein qualitativer Aspekt, aber eher einer der standardisierten. Da, wo es um Kombinationsprodukte geht, also Print plus Video oder Print plus Audioformate, ist es natürlich durchaus anspruchsvoller. Das Marketing von Wissenschaftsinhalten spielt sich in erster Linie heute mit Blick auf relevante Datenbanken ab, also fachbezogene relevante Datenbanken. Aber es gehört natürlich auch die Vergabe einer ISBN, einer International Standard Book Number oder eines Digital Object Identifiers dazu, um einfach Texte auffindbar zu machen.
die Platzierung auf Forschungsservern, aber eben auch klassische Verschlagwortung für Kataloge, SEO-Maßnahmen, Social-Media-Aktivitäten und die Verfügbarkeit auf Pre-Pub, also Pre-Publication-Servern, wird immer wichtiger. Typischerweise bietet eine Verlagsmarke ein Qualitätsversprechen aufgrund dieser Funktionen, die sowohl für Leserinnen und Leser als auch Autoren wie Autorinnen wichtig ist. Bei den großen naturwissenschaftlichen Journals wie Nature oder auch den medizinischen Zeitschriften wie Lancet ist es den meisten ein Begriff, bei juristischen Fachzeitschriften ebenso selbsterklärend, denke ich. Die nächste Wertschöpfungsstufe ist dann schon Verkauf und Vertrieb. Also die Bearbeitung und Belieferung aller digitalen und analogen Kanäle, aber auch solche Dinge wie internationaler Rechteverkauf ist im Wissenschaftsbereich nicht sehr wichtig, aber für die Belletristik natürlich nach wie vor ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor für Autorinnen, Autoren und Verlage. Das Angebot der Rechte für Übersetzungen oder für Verfilmungen, für Audiobooks ist wirtschaftlich ein extrem wichtiger Faktor. Die Distribution klingt banal, unterschiedliche Vertriebskanäle, Lagerhaltung, erfordert aber beträchtliche Investitionen und wie man jetzt auch in der Pandemie gesehen hat, kann sehr schnell zu Engpässen führen, wenn die Volumina, die darüber abgewickelt werden, etwas größer werden. Das Thema Finanzierung sollte man auch, glaube ich, einzeln nennen. Normalerweise nimmt ein klassischer Verlag das Geld in die Hand für die Produktion, für Marketing, Werbemaßnahmen, bezahlt das Honorar für einen Autor und übernimmt damit im Wesentlichen das Risiko für die Vermarktung. Hier am Institut sicher sehr vertraut das Thema rechtlicher Support für Autoren, sei es einerseits die Verfolgung von Verstößen. Es gibt jede Menge illegale Verwertungsplattformen oder auch, ich sage jetzt mal, Einzeltäter, die plagiieren oder Abbildungen, Cover verwenden, ohne die Rechte dafür eingeholt zu haben. Das übernimmt normalerweise ein Verlag, da die Urheber sozusagen zu unterstützen und darauf zu achten, dass sie ihre Rechte durchsetzen können. Aber es gibt auch noch größere Themen, da wo es um Persönlichkeitsrechte geht, da wo es um die Freiheit der Kunst geht. Aus Deutschland ist vielleicht manchem die Entscheidung zu ESRA, das bei Kiepenheuer und Witsch erschienen ist, im Bundesgerichtshof ein Begriff. Auch hier ist die Welt durch die Digitalisierung sehr viel vielschichtiger und auch ein wenig komplexer geworden. Manche der reichweitenstärksten internationalen Plattformen arbeiten nämlich illegal und es unterscheiden sich sowohl Urheber als auch die Verlage darin, ob man versucht, solche Themen abzustellen oder zu kooperieren und solchen Anbietern Lizenzen zu verkaufen. Das bewegt sich im Moment auf internationaler Ebene wirklich im ganz großen Stil. ResearchGate ist ein Beispiel, das wahrscheinlich einigen vertraut ist, das doch in den letzten Jahren sehr viel in den Medien unterwegs war. Weitere Funktionen sind eben Zugriff auf Forschungsdaten im Rahmen von Open Data. Also Verlage übernehmen gelegentlich das Hosting von Stichprobendaten aus Forschungsprojekten, um damit eine Zweitauswertung oder Zweitanalyse durch andere Forscher zu ermöglichen, was im Grunde auch eine Qualitätskontrolle inhaltlicher Art darstellt. Gerade jetzt in der Pandemie mit Covid-19 haben etliche Verlage ganz neue Modelle ausprobiert, haben Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich das im Herbst verändert, je nachdem, wie auch die Lehre an den Universitäten noch stärker digital und online stattfinden wird, glaube ich, wird das auch nochmal einen Schub für die Geschäftsmodelle geben. Das sind alles Faktoren, zu denen man als Autor, bevor man sich mit einem Verlag einigt oder mit ihm zusammenarbeiten möchte, Gedanken machen sollte, was man braucht, was einem wichtig ist, was eben auch in dem Fach, in dem man tätig ist, international wichtig ist.
Durch die Digitalisierung hat sich ja unsere Mediennutzung insgesamt wahnsinnig geändert. Die Struktur der Publikations-, also Verlagslandschaft auch. Und dieser Prozess läuft nach wie vor mit einer sehr, sehr großen Dynamik. Wie alle Textformen ist auch die Anzahl von wissenschaftlichen Artikeln und von Monographien in den letzten Jahren explodiert, nachdem sie die 200 Jahre davor auch schon ein relativ erfreuliches lineares Wachstum hatte. Die verfügbare Zeit zum Lesen ist auch bei Forschern nicht größer geworden. Das wäre aber ein eigenes Thema. Was daraus folgt, ist aber, dass die Discoverability, also die Chance, mit einem Buch oder einem Zeitschriftenartikel entdeckt zu werden, eigentlich schwieriger geworden ist, auch wenn durch das Internet die technische Verfügbarkeit von Inhalten sich natürlich großartig verbessert hat. Wenn man sich überlegt, wie exponentiell das Wachstum von Texten in den letzten Jahren war, wird auch klar, dass diese Filterfunktion, die Auswahlfunktion von Verlagen oder anderen Gremien, von Peer-Reviewern oder von professionellen Lektoren eigentlich immer wichtiger wird. Dafür wird die Finanzierung dieser Funktionen aber auch immer schwieriger. Und gerade im laufenden Jahr hat es ein paar sehr renommierte Magazine gegeben, Lenze zum Beispiel, die peer-reviewte Artikel zurückziehen mussten, weil sie einfach doch nicht den Qualitätsanforderungen entsprachen. Es gab außerdem in den letzten 2,5 Jahren einige wirklich bemerkenswerte Predator-Journals, die im Grunde vorgespiegelt haben, seriöse wissenschaftliche Zeitschriften zu sein, den Autoren oder ihren Instituten erhebliche Beträge, Article Publishing Charges, APCs, abgenommen haben, ohne wirklich irgendein Renommee oder eine Verbreitung für diese Artikel bieten zu können. Was wichtig ist und immer wichtiger wird, ist die Transparenz über die angebotenen Dienstleistungen herzustellen. Das ist für Verlage schwierig, wenn es in Richtung Datenbanken geht. Es ist für Autoren noch schwieriger, wenn es in Richtung einzelne Journals oder Verlage geht. Aber es ist, glaube ich, eine Anforderung, die der hohen Dynamik, die die Digitalisierung in den Publikationsmarkt gebracht hat, geschuldet ist. Ein Patentrezept für die Entscheidung für einen Verlag gibt es weniger denn je aus meiner Sicht. Man muss sich eben als Autor und Autorin klar werden, welche Erwartungen man hat, was man von einem Verlag möchte und natürlich auch, wie das Ganze finanziert werden soll. Ob das ein klassisches Verlagsmodell ist, wenn also noch Leser oder Nutzer für die Nutzung kaufen oder ob es eine Open Access Publikation werden soll, wo der Autor oder sein Institut bezahlt. Aus meiner Sicht, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch oder klingt ein bisschen altmodisch, ist die Frage dieser Auswahl zu großen Teilen eine Frage inhaltlicher Affinität, also fachlicher Affinität innerhalb eines Fachgebiets und persönlichen Vertrauens. Man hat immer gesagt, Publishing ist ein people-driven Business, weil letztendlich die Arbeit an einem Text eine sehr persönliche ist und auch ein gewisses gegenseitiges Vertrauen in die Kompetenz des Gegenübers bedeutet, damit es ernsthaft stattfinden kann. Die Langfristigkeit dieser Zusammenarbeit ist auch etwas, was ein bisschen in die Vergangenheit zu rücken scheint. Aber trotzdem hat man nach 2, 3 Titeln oder 5 Titeln, die man gemeinsam produziert hat, doch ein klares Verständnis, wie eine Autorin oder ein Autor am ehesten transportiert werden möchte. Und das ist letztendlich die Hauptfunktion eines Verlages, einfach einen Titel publik zu machen, an möglichst viele Leserinnen und Leser zu bringen. Weitere wichtige Hinweise sind natürlich Impact Factor und Auflagenhöhe oder Verbreitung eines Journals. Das ist hart messbar. Auch das wird zwar in der Gegenwart durch viele zusätzliche Indikatoren ergänzt, aber letztendlich ist es immer noch im Wissenschaftsbereich die wichtigste Information, wie oft denn ein Artikel oder ein Journal zitiert wird und welchen Einfluss es damit hat, um Erkenntnisse wirklich in die Scientific Community
zu transportieren. All diese Dinge regelt ein Verlagsvertrag. Die Grundlagen dazu findet man hier in Österreich im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Und da ist letztendlich auch die Wertschöpfung eines Verlages umfassend beschrieben. Der Urheber verpflichtet sich, das Werk einem anderen zur Vervielfältigung und Verbreitung zu übergeben. Auch das, glaube ich, ist wichtig und ist nicht mehr allen Autoren vertraut. Bei Juristen ist das sicher eine Ausnahme, aber in anderen Bereichen ist durchaus nicht jeder Autorin und jedem Autor klar, dass das Urheberrecht und das Verlagsrecht zwei unterschiedliche Dinge sind. Das Urheberrecht verbleibt natürlich beim Urheber, aber er beauftragt jemand anderen mit der Verbreitung und Vervielfältigung. In Österreich gibt es einen wunderbaren Musterverlagsvertrag, den man sich als Autor durchaus ansehen sollte, auch wenn in der Präambel drinsteht, dass er für Fachpublikationen und wissenschaftliche Publikationen nicht direkt gemacht sei und auch nicht in allen Punkten geeignet ist. Das dreht sich aber dort zum Beispiel um den umfangreichen Nebenrechtskatalog, Vertonungen oder Merchandising-Rechte aus Wissenschaftspublikationen sind mir relativ selten begegnet. Merchandising-Rechte, glaube ich, extrem selten, wenn Sie irgendwelche Figuren oder T-Shirts zu einer Theorie verbreiten. Das ist zwar eine schöne Vorstellung für Autoren, aber es kommt nicht wahnsinnig oft vor. Sie finden dieses Muster, das sehr kompakt ist, am ehesten unter www.bücher.at. Es ist ausgehandelt zwischen dem Verlegerverband und der IG Autorinnen und Autoren und auf deren Webseite finden Sie wunderbare Kommentare dazu. Eine Randnotiz vielleicht, gleich im ersten Paragraph steht ein Punkt, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich, dass der Autor über die alleinigen Nutzungsrechte seiner Inhalte verfügt. Das ist inzwischen auch ein wenig verblasst, auch im akademischen Kontext. Die Verwendung von fremden oder sagen wir mal vorsichtiger, von nicht ganz eigenem Gedankengut, aber auch von fremden Abbildungen, ist durchaus eine Prüfung, der sich jeder Autor unterziehen sollte, bevor er seinen Inhalt aus der Hand gibt. Ein schöner Lesetipp dazu von mir wäre bei Umberto Eco zu finden. Es gibt einen Klassiker bei ihm, How to Write a Thesis heißt es auf Englisch, und im Vorwort beschreibt er auf großartige Art und Weise, wie man in Forschungsprozessen als Wissenschaftler manchmal Gedanken von anderen zitiert, die diese gar nicht hatten. Und er sagt dann selber, es ist nicht auszuschließen, dass auch das Gegenteil passiert. Wenn Sie da reinschauen in das Vorwort, wissen Sie anschließend auch, wem er im Namen der Rose ein Denkmal gesetzt hat mit der Figur, auf die er sich dort bezieht. Also spätestens vor einem Vertragsschluss, glaube ich, muss man sich als Autor auch noch mal klar darüber werden, dass es sehr unterschiedliche Typen von Verlagen gibt. Den Druckkostenzuschussverlag kennen die meisten noch. Früher war das zumindest bei der Dissertation so üblich, dass man das eigentlich in großen Stücken selber bezahlt hat, weil nicht automatisch mit einer hohen Verkaufszahl zu rechnen war. Diese Geschäftsmodelle gibt es alle noch. Und was sicher eines der vielfältigsten Veränderungen in den letzten Jahren war, ist die ganze Open Access Bewegung, wo im Grunde ja ein anderer Markt bedient wird. Es bezahlt nicht ein Leser oder eine Institution, die den Inhalt haben möchte, sondern es bezahlt ein Autor oder seine Institution, weil sie gerne möchten, dass es veröffentlicht wird. Das wäre eine eigene Session, glaube ich, um über diese Entwicklung nachzudenken, die im Bereich Medizin, Naturwissenschaften sehr weit fortgeschritten ist, aber zum Beispiel für den Bereich Sozialwissenschaften völlig andere ökonomische Bedingungen finden müsste, damit sie funktionieren kann. Im juristischen Bereich ist Open Access, zumindest im deutschsprachigen Bereich, nicht sehr weit verbreitet, fast gar nicht, würde ich sagen, wobei ich kein Jurist bin. Andererseits hat es in diesem Jahr in den USA eine Entscheidung des Supreme Court gegeben, die zu dem Schluss gekommen sind, dass zumindest hauptamtlich bei Gericht oder bei Behörden beschäftigte Juristen keine Urheberrechte in Form von Kommentierung schaffen können. Für den verlegenden Verlag, LexisNexis in dem Fall, ist das keine gute Nachricht gewesen. Bestimmt hat auch dieser Verlag
in einer Open-Access-Publikation, die das nun werden soll, viel Arbeit gesteckt. Und wie sich das finanziert und amortisiert, wird, glaube ich, noch eine sehr wichtige Frage bleiben. Das Umfeld habe ich schon vorhin bei den einzelnen Funktionen gesagt, in dem Autorinnen und Autoren sich bewegen, ändert sich extrem. Es steigt das Volumen der Publikationen. Die Leserzahlen nehmen logischerweise ab. Das heißt, mit stärkerer Spezialisierung wird auch die Chance auf verkaufte Stückzahlen immer kleiner. Gleichzeitig sinkt die Zahlungsbereitschaft für Inhalte generell durch die Digitalisierung. Die Erfahrung machen wir alle. Und ob Bibliotheken oder Institutionen oder andere staatliche Einrichtungen das aufwenden können, was sozusagen dort an Kaufkraft wegfällt, was aber teilweise eben für Dienstleistungen in dem Bereich benötigt wird, ist eine spannende Frage. Die Verlagsbranche insgesamt verläuft einen wirklich steilen Konsolidierungsprozess. Also die Großen werden immer größer, auch durch die Open Access Aktivitäten, weil für Akademiker, die Karriere machen wollen, der Impact Factor wichtiger ist als alles andere. Und der ist bei den großen Journalen und internationalen Verlagen doch meistens stärker ausgeprägt als bei spezialisierten Playern, die durchaus ähnliche Qualität zur Verfügung stellen können. Also angesichts dieses schnell ändernden Umfelds müssen Autorinnen und Autoren, glaube ich, noch genauer als früher sich ein Bild machen, welche Dienstleistungen sie für ihre Publikation von einem Verlag erwarten, wie das Ganze wirtschaftlich funktionieren kann und welche Konditionen sie akzeptieren wollen, wenn es um die Kontrolle ihres Inhalts geht und um die weitere Verwertung dieses Inhalts geht. Es gibt eine ganz neue Initiative zu diesem Punkt, auf die ich Sie gerne aufmerksam machen möchte, die zum Beispiel vom STM als dem führenden Verband der Scientific, Technical and Medical Publishers, also der weltweit größten Organisation für Fachverlage, mit unterstützt wird und bei der es darum geht, deren Ziel, also Sie finden das unter dem wunderbaren, sehr merkbaren Namen Think, Check, Submit im Netz, jeweils mit einem Punkt dazwischen. Es gibt eine deutsche Ausführung dieser Webseite. Und die Zielsetzung dieser Initiative ist, to give researchers the tools to make an informed decision and help them find good publishing venues. Das, glaube ich, ist das, worum es im Moment am meisten geht, wenn man versucht, seine Forschungsarbeit möglichst seriös und erfolgreich an möglichst viele Interessenten zu bringen. Also Think, Check, Submit finden Sie im Netz. Vielen Dank.